Eine prall gefüllte Euregio-Halle in Emstetten und für die Fans gab es reichlich Gesprächsstoff. Zunächst einmal das Thema Kader. Das Aufstiegsteam und seine Leistungsträger wurden im Großen und Ganzen zusammengehalten. Doch für die TVE-Fans gab es vor dem Test gegen Nordhornling auch das ein oder andere neue Gesicht. Und diese neuen Gesichter, die stellen wir Ihnen jetzt mal der Reihe nach vor. Die Nummer 77, Johan Koch aus Dänemark, Aufgabe Stefan Tünnemann am Kreis entlassen. Die 36 trägt der junge Slowene Uroš Paladin, ein Mann für den linken Rückraum. Er wird die 41 tragen, noch ist er verletzt, der isländische Neuzugang Odur Grétarsson verstärkt die linke Außenbahn. Dieser Mann, die rechte. Aus Norwegen kommt die Nummer 9, Steffen Berg-Lökebø. Mit der 29 aus Bosnien-Herzegowina Nikola Priče. Gardemaß 2 Meter, Position Rückraum. Ja, und zudem ergänzten der Japaner Akira Kayara und der junge Torwart aus der A1 Stefan Kannbrock die aktuell verletzungsbedingten Lücken im Kader. Rein in die Partie. Zu Anfang sah es gegen den ehemaligen Zweitligarivalen, die HSG Nordhornling, in den blauen Trikots nach einer ganz lockeren Angelegenheit aus. Hier direkt mal ein ordentliches Fund von Nikola Priče. Und der 2-Meter-Hühne legte direkt noch einen Treffer nach. Guter Auftakt des bosnischen Neuzugangs. Daumen hoch. Aus dem Rückraum, da ging in der Anfangsphase eine ganze Menge. Janko Bozovic. Nach wenigen Minuten lag der TVE mit 6:2 in Front. Doch dann, nach einer HSG-Auszeit, ging Nordhorn konzentrierter zu Werke. Und beim TVE auf der anderen Seite lief plötzlich ganz wenig zusammen. Johan Koch, der bullige Kreisläufer, wurde immer wieder gesucht, doch das offensive Zusammenspiel nicht gut. Die HSG dagegen mit schnellen Gegenstößen und viel Platz holte den Rückstand wieder ein. Emstetten stemmte sich dagegen, musste jetzt aber richtig arbeiten, um zu Treffern zu kommen. Johan Koch, hier mal erfolgreich, hinterließ in vielen Aktionen einen sehr guten Eindruck. In der Summe jedoch das Team von Gennady Kaleppo mit zu vielen Unkonzentriertheiten. Selmanovic mit Fehler, wieder geht's ganz schnell und es geht ganz einfach. Pausenstand 13:13. Nach dem Seitenwechsel versuchte Emstetten zu korrigieren. Tünnemann vom Kreis, der Kapitän immer noch sehr kampfstark. Zeitweise sah es jetzt wieder richtig gut aus. Priče auf Johan Koch. Der nächste Treffer für den Neuzugang. Doch nach guter Startphase war es wieder der Gast, die HSG, die hier zwingender, kaltschnäuziger war. Und zudem gut verteidigten Nordhorns Keeper konnte sich jetzt einige Male wirklich auszeichnen. 22:20 die Führung für die Gäste. Die Emstettener Angriffsbemühungen, ja, die verpufften wenig, kamen über Außen und auch aus der Distanz fehlte die Präzision. Nordhorn wirkte, wenig überraschend, deutlich eingespielter. Aber es kam dann doch noch einmal Spannung auf, denn der Schiedsrichter sorgte mit einigen Fehlentscheidungen für ordentlich Stimmung in der Halle. Und die erhitzte Atmosphäre nutzte der TVE. Klasse Treffer und auch Stefan Tünnemann erfolgreich. Die gute Moral, sie wurde belohnt. 2 Minuten vor dem Ende stand es 26:26. Doch das glücklichere Ende an diesem Abend hatte der Zweitligist. Das 27:26 war die Entscheidung in diesem Testspiel. Noch viel Sand im TVE-Getriebe, doch dafür, dass spielerisch der Witz fehlt, dafür gibt es gute Gründe und keinen Grund zur Sorge, wie uns Trainer und Spieler versichern. Ja klar, müde. Alles ist noch nicht so eingespielt mit den neuen Spielern und ein paar Wehwehchen haben wir auch. Und es ist völlig normal, dass man in der Vorbereitung mal nicht so gut aussieht.
Der Spielfluss hat uns ein wenig gefehlt, aber dafür gibt es eine Menge Gründe. Zuerst mal haben wir sehr hart trainiert und man konnte sehen, dass sowohl in der Verteidigung als auch im Angriff die Jungs sehr langsam waren. Zum Spielfluss in der Offensive ist zu sagen, wir haben bislang wenig mit dem Ball trainiert, doch ich denke, das wird kommen. Wir haben gute Spieler, aber heute haben wir leider schlecht gespielt. Das konnte jeder sehen. Wir haben gut angefangen, ja. Gut angefangen, 7-2 und dann, ja, irgendwas bei uns war in Getriebe. Sanft ein bisschen rein gerutscht, sagen wir so, und dann war schon ein bisschen knapper Spiel. Ja, momentan bei uns auch Abwehr und vorne ist muss. Wir hoffe ich, dass noch, wir haben noch zwei Wochen und diese ganze Sache in Ordnung zu bringen. Aber ich sehe das positiv an und das war gutes Training und gutes Spiel und müssen wir dann weiter dann, ja.